So, liebe Leute, Need for Speed, Hot Pursuit am Start. Herzlich willkommen zurück hier kurz vor Weihnachten. Heute ist der. Nein, heute ist Weihnachten. Natürlich. 12 Uhr ist wieder, das heißt Need for Speed wieder dabei. Und wir fangen heute an mit den Cars. Mal gucken, was wir so da haben. Und das Zepter, natürlich. Nehmen wir das mal eben so mit. So. Wir nehmen mit der Lage FTX 140 und machen wieder ein bisschen Jagd. Genau, heute ist Heiligabend. Offiziell. Aber wir machen natürlich mit unserem Programm hier ohne Probleme weiter. Auch am ersten, zweiten Weihnachtstag und natürlich auch am Sonntag geht es dann weiter hier. Und. Also bis das Spiel dann irgendwann durch ist. So, wir haben 5 Minuten Zeit, um den zu kassieren, um Gold zu kassieren. 7 Minuten für 8000, um zumindest Silber zu kriegen. Und ja, gucken wir mal. Verfolgung eines gelben Lamborghini. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht einfach werden, wenn wir so hohe Zeichen da reinhauen. Scheiße. Verdächtiger wird an die Straßenbrücke gefahren. Achtung, Verfolgung. Achtung, Verfolgung. Na gut, der hat eine ordentliche Abkürzung genommen, ne? Ja. Den hätte ich sehen müssen. Verdächtiger wieder an Reichweite. Wir wollen mal eine Straßensperre setzen. Da vorne ist der Junge wieder. Der Richtige hat die Straßensperre gerammt. Festnahme vorgesehen. Wiederholung klar machen zur Festnahme. Der Richtige hat einen Nagelsand abgeworfen. Alle Officer werden um Vorsicht gebeten. Den habe ich auf jeden Fall schon mal mitgegeben. Zumindest aber wieder mal irgendwie davor. Hier doch zur Verfügung haben einen bestätigten Treffer. Auf jeden Fall alle gesessen. Luftunterstützung auf Standby. Erwarten Anweisung. Waffensysteme aufgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Wie wusste ich, wo es hin ist? Hinter mir. Ach, der verarscht mich doch nicht mehr. Ganz genau. Straßensperre in Position vor euch. So, dann haben wir einen Heli noch mit hinterher, damit wir da ein bisschen Luft haben. Straßensperre mit 10.50. Alle vorrücken. Der wird jetzt verkehrt sitzen. Hatte Kontakt. Scheiße. Weil ich damit die Rechte hatte, dass er die Straßensperre geht, weil ich hätte noch. Er muss quasi noch einen Treffer kriegen, dann halt war das Ding. So, ich hoffe, dass der Heli den jetzt fruchtet. Weil dann ist das Thema nämlich erledigt mit dem Wagen. Ja, genau, du legst das Ding aber genau auf die Ecke, wo ich stehe. Komm, hol ihn dir. Ich habe keine Straßensperre mehr. Ich habe da den Heli noch, aber. Ich brauche nur noch die Hälfte des Lebens, meiner Lebensenergie. Na, nicht von mir. Viertel. Der Verdächtige ist von der Straße runtergefahren. Einfach. Ah, hier, das hat hier unten. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Der Verdächtige benutzt einen Störsender. Jetzt kriegen wir hier runter. Verdächtige setzt Nägel ein. Erwischen Verstärkung. Damit war's das. Dankeschön. Der Heli, der hat nämlich perfekt gesessen. Er hat nämlich genau dahinter, hinter dem... Den Verdächtigen festgenommen.
Jetzt genau hinter der, wo der aus der Abkürzung raus war, hat er sein Nagelband gesetzt. Und damit war das Thema durch. 3 Minuten 33 haben sogar auf Gold geschafft. So. Na, selbst wenn Weihnachten ist, verteilen wir heute keine Geschenke. Wir jagen gnadenlos. Perfekt. Level 11 schon. Dann sind wir nämlich Sergeant. Aber das dauert noch einen kleinen Moment. So, wir machen nochmal weiter. Ein Rennen haben wir noch hier vor uns. Und dann machen wir nochmal einen schnellen Satz. Und dann sind wir mit dem, glaube ich, mit dem Thema mit dieser Seite hier komplett durch. Dann suchen wir es mal gerade. Höchstgeschwindigkeit geheim. Dann nehmen wir den nochmal. Der nur über 7 bestimmte Nissan-Händler in Japan erhältliche Spec V richtet sich an den engagierten Fahrer, der bereit ist, den Preis für eine rennwagenähnliche Performance zu bezahlen. Für außergewöhnliche supersportwagenähnliche Leistung sorgen der 3,8 Liter V6 mit Doppelturbo sowie Rennsportfahrwerk, Bremsen und Räder. Eine neuartige Ladedruckregelung sorgt für zusätzliches Drehmoment, sodass auch in höheren Gängen aus Kurven heraus beschleunigt werden kann. Exklusiv bei diesem Modell sind Heckspoiler, Kühlergrill und Bremskühlschächte aus Carbon sowie die Lackierung in Ultimate Black Opal. 20 Zoll Alufelgen und eine Titanauspuffanlage runden das kompromisslose Konzept ab. Ja, das ist das gute Stück. Und wir fahren es mal im Schnelleinsatz jetzt auf die Straße. Wir haben 4 Minuten 14 Zeit für Gold, 4 Minuten 30 für die Belobigung, also für Silber, und dann für die Anerkennung 5 Minuten 5. Also das sollten wir schaffen. Ich habe jetzt nicht auf die Distanz geachtet, wenn ich ehrlich bin. Aber unser Ziel ist, das Ding auf jeden Fall nach Hause zu fahren. So, fahren wir mal. Alle Einheiten bitte melden. Wir sind insgesamt über 18 Kilometer. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht an die Wand kommen, weil es gibt tatsächlich den Strafenmodus. Also für eine Berührung mit der Wand zum Beispiel gibt es 2 Sekunden. Für eine Berührung mit einem anderen Verkehrsmittel, also zwischen Auto oder LKW oder was auch immer, gibt es dann 3 Sekunden. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht irgendwie in irgendwas reinrase. Das müssen wir dann so schnell wie möglich erledigen, oder im Idealfall in der Zeit von 10 Minuten 14. Und da ist die 2-Sekunden-Strafe, die ich ja in Mankos angesprochen hatte. Das ist halt das Problem bei diesen schnellen Sitzen. Du kannst ja fast nichts erlauben. Wie lange sind wir gerade? Oh Gott, da vorne ist aber auch ordentlich Verkehr drin. Das einfach mal nicht so. Ja, das Problem, wenn halt 3 Autos nebeneinander ist, ne, dann hast du echt ein Problem. Weil das wahrscheinlich ein bisschen Absicht ist, ein bisschen ins Rennen zu bringen. Aber solange es hier nur geradeaus geht, ist mir das natürlich egal. Kriege ich das zumindest hin. Ja, es wird nicht einfach werden. Ich wette, da kommt gleich noch irgendwo eine Überraschung. Aber da gibt das wirklich nur diese gerade, gibt das nur die Autobahn. Ich habe auch nie auf den Streckenverlauf geachtet. Aber wenn wir hier mit Highspeed durchkehren, wo die diese 2-Sekunden-Strafe drin haben. Der wird nämlich auch abgebogen, nur mein Freund.
ja, das ist halt das Problem, ne? Ich muss jetzt echt gucken, dass ich den richtigen Weg finde, wieder zur Straße zurück. Wir haben 6 Sekunden Zeitstrafe jetzt. Wir haben noch 2,3 Kilometer. Das könnte klappen. Eine halbe Minute für einen guten Kilometer, also ich glaube, das kriegen wir sogar auf Gold hin. Das ist ja gleich Karamellage, haben wir noch 15 Sekunden am Ende und damit haben wir das Ding auf Gold. Guided Missile heißt das Rennen. 3 Minuten 59, 66, richtig gute 15 Sekunden Vorsprung, das beim ersten Versuch. Haben wir echt super ohne Probleme hinbekommen. Und wir hatten, wie gesagt, ein paar Zeitstrafen. Das ist tragisch, das glaube ich, waren insgesamt, waren es glaube ich 9 Sekunden oder so, die wir gekriegt haben. Ich glaube, es waren 3 Wände und ein Auto. Aber oh, das hat er sogar gar nicht mal so wirklich angerechnet. Na gut, das kriegt sogar nicht mehr auf die Zeit drauf gerechnet. Sonst wären wir sogar nochmal gut 10 Sekunden schneller gewesen. Aber egal, Jacke wie Hose. Wir haben es geschafft. So, was haben wir freigeschaltet bekommen? 911 GTE 3 RS. Ups, und da war ich wieder ein bisschen zu schnell im Drücken und habe euch das Auto weggedrückt. Naja, wir wollen wieder mal sagen, wir haben es tatsächlich ohne Probleme hingekommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Das Thema Carstenwitch Reservoir haben wir dann komplett abgeschlossen. Und das nächste, was uns jetzt ansteht, sind die Racer wieder mal. Und da stehen ja noch 2 Rennen an, die uns so große Probleme gemacht haben. Einmal dieses hier mit dem Sunset Racer. Und dann steht uns da noch, glaube ich, so 20 Kilometer Hot Pursuit im Hause, ne? Na gut, wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn ihr dann einschalten würdet bei Need for Speed Hot Pursuit. Wir sehen uns morgen wieder um 12 Uhr.